Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2, dem vierten Match für diese Aufnahme und damit auch dem vierten Match für diese Woche. Ja, ich bin ja nicht täglich mit StarCraft am Start, es tut mir auch leid, aber das ist einfach zu nervenintensiv. Das klingt so doof, aber ich meine es halt wirklich ernst. Wobei ich in letzter Zeit immer und... Ich habe gerade gedacht, oh scheiße, ein Protoss und dann diese Erleichterung. Zerg. Ja, gegen Zerg spiele ich echt am liebsten. Ich finde, das macht am meisten Spaß. Na komm schon. Komm, put, 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 put. So, dann wollen wir mal durchstarten. Wir haben 6 SCVs und die werden uns zum Sieg tragen, hoffentlich. Ja, wie gesagt, ich finde StarCraft ziemlich anstrengend mental. Also, aber dass ich gerade wieder so viel Lust auf StarCraft bekomme, das ist gut für meine Way to Master Serie und ja, gut für euch, weil... Das heißt, es könnten ja mal wieder mehr Videos kommen, wenn ich so viel Bock auf StarCraft habe. Es kommen auf jeden Fall bei sowas immer mehr Streams, wenn ich mehr Lust auf irgendein Spiel habe. Weil Stream tue ich ja regelmäßig abends. Heute vielleicht nicht, weil ich gerade die Aufnahme priorisiere, aber... Generell könnt ihr mich zu den Abendstunden zu 90% der Fälle auf twitch.tv anfinden. Die Links sind wie immer in der Beschreibung. Vor allem müsstet ihr auch unten links immer sehen, wenn ich nicht gerade streame. YouTube zeigt das ja inzwischen an. Ey, dein Typ, den du hier guckst, der Penis, der streamt gerade auf Twitch. Müsst ihr mal drauf achten. Steht nicht genauso da, aber vom Sinn her kommt's hin. So, wieder mal die ersten Minuten verquatscht. Heißt, wir können jetzt anfangen, unsere Kaserne zu bauen. Ja, eine Map, die ich ebenfalls sehr uncool gegen Zerg finde. Ebenfalls sehr groß und geräumig. Da finde ich tatsächlich, und jetzt schlagt ihr wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen, nachdem ich sowas sage, da finde ich Echo zum Beispiel besser, weil da hat man nicht so viel offenes Feld, da hat man auch ein bisschen Manöverfähigkeiten. Genauso, um mal wieder eine meiner glorreichen Lieblingsmaps zu nennen, Expedition. Ab zum nächsten. Also das ist mir wesentlich lieber. Wobei auf der Map jetzt zum Beispiel einen 3 Reaper 4 Hellion Build sehr viel effektiver gewesen wäre, glaube ich. Weil man auf der Map hier die frühe Kontrolle sehr gut gebrauchen kann. Ich hoffe, dass unser Gegner nicht hier ist, weil man kann hier so gut einen Overlord einfach rüberschicken. Das ist schon fast unverschämt. Aber danach sieht es aus. Ich würde sagen, ich schicke dann direkt mal einen dahin. Dann gucken wir, dass wir gleich möglichst im Timing unsere Echse hinkriegen. Ja, da ist er. Aber das heißt, wir können doch hier hin. Upgrade complete. Been waiting on you. Go ahead. Go, go, go. This better be good. Wahrscheinlich steht die Drone eh noch da hinten. Nee, das war doof von ihm. Ich meine, er weiß jetzt letztendlich nicht, ob ich jetzt ernst mache oder nicht. So, was ich diesmal mache, ich habe das letzte Mal, als wir gegen den Zerg gespielt, nicht zuerst Doppelgas und dann die Kaserne gesetzt, sondern andersrum. Ich mache es jetzt mal so rum. Ich weiß nicht, was besser war. Wir werden es erleben. So, wollen wir noch einmal gucken. Sieht nach einem normalen Gas-Timing aus. Aber es ist jetzt zu spät, um das rauszufinden. Wobei, ich weiß ja, wann mein Scout das erste Mal da circa lang ist. Also doch schon. Kann doch gut hinkommen. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wir da einen Bunker errichten. Du baust vielleicht im Anschluss da so ein Teil hin. Dann mein Gas ist ein bisschen out of control, weil ich es vergessen habe. So, dann bauen wir zuerst mal einen Reaktor. Haben wir schon mal 5 Marines. Sollte reichen, um ein paar Zerklinge abzuwehren. Immerhin. Dann habe ich gleich genug für die Factory. Erstmal da den Eingang vernünftig gesetzt. So. Ja. Die Einheiten gerade noch so gerettet in den Bunker rein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass hier halt der Versuch kommt auf einen Early Link Push, weil es ist auf der Map sau effektiv. Es gibt einen großen Choke. Es muss viel abgewehrt werden vom Gegner auf der Map. Und das ist halt erstmal Trumpf für den Zerg, wenn man solche Map-Gegebenheiten hat.
und die ausnutzen kann, wenn man einen Terraner hat, der nicht auf den Wall in rusht. Und das mache ich nicht. Für mich ist immer Slow and Steady wichtiger. Add-on complete. So. Wir waren falsch. Aber das kann ich schon mal bauen. So, es fehlen gerade so ein bisschen die Ressourcen für die ersten Hellions, aber der erste ist schon mal da. Zweite folgt. Hier kommt ein Reaktor dran. Du nach drin und du baust mir hier. Ja, ich. Better safe than sorry, sag ich mal. So. Ja, er hat natürlich hier ein bisschen geschlammt. Aber das ist uns ja erstmal ganz angenehm. So, dann können wir hier die Armory bauen. Gerade nachdem er die nicht gesehen hat, ist die gut. So, möglichst mit wenig halt rausgegangen, um nicht halt die ganze Armee zu zeigen, die wir hier haben. Dann zufällig was gesehen. Nehmen wir auch mit. Ist hoffentlich mal wieder ein Supply Block. Dann haben wir die Chance, die Tower zu clearen. Machen wir natürlich ebenfalls. So, jetzt kann er sich wahrscheinlich schon denken, oh, da kommt was. Wollen wir mal gucken, hat er hier schon was? Da hat er eine Queen. So. Mehr. Also ich glaube, dass das Match nicht so gut für ihn laufen kann, wenn er so viele Overlords verliert. Ah, aber das war schon ziemlich gut wieder, um das Match so ein bisschen auszugleichen. Ja, wir können hier jetzt ein bisschen Damage machen. Also, das sieht sehr schlecht aus. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so gut handeln kann. Also, wir wollen mehr. Ich habe halt echt geglaubt, dass nachdem wir so viele Overlords unterwegs ausgeschaltet haben, das wesentlich besser aussehen wird. So, wir gehen in die Bunker. Gucken, dass wir hier trotzdem versuchen, noch durchzukommen. Ja, er will uns natürlich jetzt auf jeden Fall die Exit hinein. Und vor allem wollen wir ihm auf jeden Fall die Banelinge hinein. Also er baut sehr Baneling-heavy, das heißt, ich versuche mal, das Ganze auszukontern. Oh, fuck. Da habe ich noch den Mutalisken. Okay, das war das GG. Ja, okay, er hat uns hardcore ausgekontert. Ich hätte nicht gedacht, da habe ich gepokert, dass er so viel zu Hause hat. Vor allem haben wir die Ecke bei ihm gescannt und da habe ich mich halt so selbstsicher gefühlt, dass ich einfach rein bin, ohne vorsichtig zu sein. Es wäre besser, wenn wir von oben gekommen, weil dann hätten wir uns in seiner Mineral Line so ein bisschen verbunkern können, dann wäre gut gewesen, aber das war echt kein gutes Match, das war richtig schlecht performt. Ich habe am Anfang und generell in der Build-Order so viel geschlunzt irgendwie, also das hätte viel besser sein können.
Vor allem die Map Cross Position, wie gesagt, hier wäre wirklich 3 Reaper, 4 Hellion Build besser gewesen. Bin ich nicht zufrieden mit. Streichen wir so ab. Match für heute. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.